In Tripolis droht eine Explosion und XL-Parkplätze für Frauen. Das ist Marty, ich bin Maniac. Und das sind die Was geht ab Flash News. Der UN-Sicherheitsrat hat Israel und die Hamas zur sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe aufgefordert. Letzte Nacht stimmten alle 15 Mitglieder dafür. Nach dem ägyptischen Vermittlungsplan soll eine dauerhafte Waffenruhe umgesetzt werden. Das humanitäre Völkerrecht müsse respektiert werden. Es gilt, die zivile Bevölkerung zu schützen und Hilfe für den Gazastreifen bereitstellen zu können, entschied der Sicherheitsrat. 2 Stunden nach dem Entschluss hat Israel den Gazastreifen beschossen, als Antwort auf einen Raketenangriff von der Hamas. Der UN-Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde, Richard Mansour, forderte von der UNO Schutz vor Israel. Der israelische UN-Vertreter Ron Prosor hingegen warf den Palästinensern vor, die ausländischen Finanzhilfen für den Terror zu nutzen. Außerdem habe Israel nichts gegen die Palästinenser, sondern gegen die Hamas. Auch in der Ukraine schieben sich die verschiedenen Parteien gegenseitig die Schuld zu. Die USA haben Satellitenbilder veröffentlicht, die angeblich einen russischen Angriff gegen das ukrainische Militär belegen. Russland wirft der US-Regierung hingegen vor, die Arbeit der OSZE-Beobachter zu behindern. Diese konnten aus Sicherheitsgründen noch nicht zur Absturzstelle der MH17 vordringen. Diplomaten aus Malaysia versuchen, zwischen den pro-russischen Separatisten und der ukrainischen Regierung zu vermitteln. Ihr Ziel ist es, eine Waffenruhe auszuhandeln, damit Ermittler die Absturzstelle von MH17 untersuchen können. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte gab bekannt, dass nun doch keine bewaffnete Schutztruppe an die Absturzstelle geschickt wird. Ursprünglich war das geplant, um Forensiker und Ermittler zu schützen. Rutte befürchtet, dass ein solcher Einsatz zur Eskalation führen könnte. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Libyen herausgegeben. Außerdem wurden alle deutschen Bürger aufgefordert, Libyen zu verlassen. Das britische und amerikanische Botschaftspersonal hat das Land bereits verlassen und auch Frankreich empfiehlt seinen Staatsbürgern die Ausreise. Grund dafür ist die stetig steigende Gefahr für Ausländer, Opfer eines Anschlags oder einer Entführung zu werden. Momentan droht Libyen außerdem eine riesige Explosion eines Treibstofflagers. Dieses wurde von Raketen getroffen und ist in Brand geraten. Feuerwehrleute versuchen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Es besteht aber die Gefahr, dass Tanks mit insgesamt 90 Millionen Litern Fassungsvermögen sowie ein Erdgasspeicher vom Feuer erfasst werden. Falls sie explodieren, würden sie große Schäden im Umkreis von 5 Kilometern anrichten. Das Treibstofflager liegt in der Nähe des Flughafens von Tripolis, der seit Wochen heftig umkämpft wird. Vor einem chinesischen Einkaufszentrum im nördlichen Dalian sorgen zurzeit pinke XL-Frauenparkplätze für heftige Diskussionen. Auf Twitter häufen sich die Vorwürfe, dass diese Parkplätze sexistisch seien. Sie sind nämlich 30 cm breiter als die für Männer. Das würde suggerieren, dass Frauen nicht einparken können. Andere wiederum finden, dass dadurch Männer benachteiligt werden. Die Leitung des Einkaufszentrums namens Weltmetropole wies diese Vorwürfe alle entschieden zurück. Die Leitung argumentiert, dass sie Frauen lediglich den Einkauf erleichtern wollen, da sie den größten Teil der Kundschaft ausmachen. Die größeren Frauenparkplätze hätten praktische Gründe und würden nicht bedeuten, dass Frauen schlechter einparken können als Männer. Eine Flugzeugklasse für Senioren und Familien, die möchte das norwegische Startup Viking International Airlines einführen. Eltern mit kleinen Kindern sollen so zukünftig nicht mehr die Ruhe anderer Passagiere stören können. Die Viking International Airlines will im Herbst die ersten Tickets verkaufen und ihre Fluglinie kurz vor Weihnachten starten. Flugziele sollen Miami und Bangkok sein. Die Seniorenklasse hat übrigens den Spitznamen Old Grumpy Class erhalten. Glaubt ihr, dass es tatsächlich zu einer Waffenruhe im Gazastreifen kommt? Findet ihr die chinesischen Frauenparkplätze sexistisch? Und was sagt ihr zu den 2 neuen Flugzeugklassen? Eure Meinung in die Kommentare. Neben dem Wumbelmann gibt's noch 2 Videos für euch und unter mir könnt ihr Was geht ab abonnieren. Und unter mir geht's zu Textkalibur und in der Infobox findet ihr alle Social Media Links und die Links zu unseren Kanälen. Das waren die Was geht ab Flash News und was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt Eis essen. Alles klar.